Hi, ich bin Sinisam und willkommen zu diesem Video. Ja, vor der Romreise ist mein Stativ zerbrochen und es war 2 Jahre alt, hat 17 Euro gekostet und ja, ich habe mich schon gewundert, warum es so lange gehalten hat, sagen wir es so. Jetzt steht meine Kamera auf dem Stativ, wie ihr seht, das ist das KNFC Concept Reisestativ. Die genaue Bezeichnung seht ihr über mir im Titel. Warum habe ich mir das gekauft? Ich hatte nicht so ein großes Budget. Für 60 Euro ging das ziemlich klar, muss ich sagen. Ist sehr qualitativ verarbeitet und ich hätte nicht gedacht, dass man sowas Krasses für 60 Euro kriegt. Mein größter Wunsch war, auf Augenhöhe aufzunehmen, wie jetzt. Konnte ich vorher nicht. Ich musste mein Stativ immer irgendwo reinklemmen, weil da die unteren Füße schon abgebrochen waren alle. Ich hoffe, das bleibt jetzt etwas länger erhalten. Ihr seht jetzt auf jeden Fall ein paar Shots von diesem Stativ. Ja, was ich auch noch sehr zu schätzen weiß, ist, wie man vertikal Slider-Aufnahmen mit diesem Stativ machen kann. Kann man das so nennen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man das so drehen und dann kann man so richtig coole Aufnahmen machen, wie bei so zum Beispiel Technikvideos oder so. Ja, von oben nach unten geht es leider kaum, weil der Kugelkopf einfach, entweder man kann ihn richtig hart schnell drehen oder überhaupt nicht. Und dazwischen gibt es halt so eine kleine Stelle, das ist schwer zu finden und macht auch nicht wirklich viel Spaß. Jetzt möchte ich mich einmal entschuldigen, dass mein Hund die ganze Zeit am Ausrasten ist. Aber da kann ich leider nichts dran ändern. Ja, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Also ist auf jeden Fall unten verlinkt. Man kann nichts falsch machen für das Geld. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.